Hallo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ihr habt bestimmt lange darauf gewartet und ich werde euch heute den Unterschied zwischen dem Perk Gung-Ho und dem Aufsatz schnell ziehen zeigen. Und ich werde euch zeigen, wie ihr als aggressiver Spieler, wenn ihr rusht, wenn ihr in die Gesichter der Gegner reingeht, schneller schießen könnt, besser schießen könnt, wie ihr den Delay, den eine Waffe hat zwischen Sprinten und stehen bleiben, beziehungsweise zwischen Sprinten und den Schuss loslassen, auf 0,0 Millisekunden raushauen könnt. Das Ganze läuft über einen Bug, der immer noch so im Spiel ist, vermute ich, oder es ist Absicht der Entwickler gewesen. Auf jeden Fall ist Gung-Ho das mit Abstand beste Perk im Game und ich werde euch auch zeigen, warum es teilweise unsinnig ist, wenn ihr schnell ziehen reintut ohne Gung-Ho. Das heute werdet ihr gleich ohne mein wunderhübsches Gesicht sehen, so dass ihr euch auf das, was ich euch erkläre, konzentrieren könnt. Denn das Ganze ist im ersten Moment zum Verstehen vielleicht etwas schwierig und ich werde es euch so einfach wie möglich erklären. Und ich garantiere euch, nach dem Video wird jeder von euch, jeder Gung-Ho und schnell ziehen in seine Klasse packen, wenn er die Möglichkeit da hat, je nachdem welche Waffe er spielt. Lasst uns direkt beginnen, damit ich euch die ersten beiden Begriffe erklären kann, so dass ihr genau versteht, um was es geht bei dem Ganzen. Das Perk Gung-Ho sagt, feuern Sie Ihre Waffe und verwenden Sie Ausrüstung beim Sprinten. Erholen Sie sich schneller vom Sprinten, bewegen Sie sich beim Nachladen mit voller Geschwindigkeit. Worauf wir heute Wert legen wollen, ist das, was am wichtigsten davon ist, und zwar erholen Sie sich schneller vom Sprinten. Das bedeutet natürlich nicht, dass man, wenn man gesprintet ist, schneller sich regeneriert, sondern dass man die Sprint-Out-Time, und die werde ich euch gleich erklären, damit reduzieren kann, wenn man aus dem Sprint kommt. Das heißt nicht angelaufen, sondern wirklich im Vollsprint abstoppt oder die Waffe losschießt. Die Sprint-Out-Time ist die Zeit, die ihr benötigt, wenn ihr aus einem Sprint kommt und die Waffe, also R1 oder R2, nachdem was ihr bei euch eingestellt habt, wenn ihr die Waffe abfeuern wollt. Die Zeit, die zwischen dem Sprint und dem ersten Schuss ist, das ist die Sprint-Out-Time. Und die Sprint-Out-Time ist bei jeder Waffe unterschiedlich. Sturmgewehre und SMGs haben in diesem Game eine Sprint-Out-Time von 200 bis 300 Millisekunden. LMGs haben bekanntlich immer eine höhere Sprint-Out-Time, das heißt, es dauert länger mit der Titan zum Beispiel oder mit der Hades, bis ihr aus dem Sprint heraus eure Waffe abschießen könnt. Dafür gibt es dann noch das Pendant sozusagen und das bewirkt aber nicht, dass Gung-Ho irgendwie damit zu tun hat, sondern schnell ziehen. Und das ist die ADS-Time, das heißt Aim Down Sights Time. Das ist die Zeit, die ihr braucht, wenn ihr im Sprint oder im Stehen auf L1 drückt und ins Ziel geht, das heißt in den Scope, wenn ihr mit der Waffe zielen wollt. Da gibt es auch einen Delay, das heißt eine Verzögerung sozusagen. Und dieses Delay oder dieser Delay, den nennt man ADS-Time. Das heißt die Zeit, die die Waffe braucht, um ins Scope zu gehen, damit man eben die bestmögliche Präzision hat. Das heißt, wir haben die ADS-Time, die ist bei den Sturmgewehren ca. 250 bis 300 Millisekunden. Bei den SMGs liegt die zwischen 200 und 250 und bei den LMGs liegt die zwischen 300 und 350 Millisekunden. Wichtig für alle zum Verstehen ist hierbei, man kann mit Gung-Ho die ADS-Time nicht reduzieren. Das geht nur mit dem Perk oder den Aufsatz schnell ziehen. Gleichzeitig kann man die Sprint-Out-Time, das heißt die Zeit, die man braucht, bis die Waffe aus dem Sprint schießt, mit dem Perk Gung-Ho nicht reduzieren. Ihr braucht, um den einen Effekt zu erzielen, den einen Aufsatz oder das andere Perk. Was das für uns aber bedeutet, werde ich euch jetzt einmal ganz klar visualisieren. Ohne Gung-Ho, ohne Schnellziehen seht ihr das gleiche nochmal in Zeitlupe, habt ihr den Delay. Wenn ihr Gung-Ho benutzt, dann habt ihr die Möglichkeit, eure Waffe ca. 60%, ich habe alle SMGs und Sturmgewehre ausprobiert, sie variieren zwischen 30 und 60%, das heißt Gung-Ho ist hier nicht immer sehr konstant gleichbleibend, aber konstant gut. Ihr könnt das Ganze um bis zu 60% reduzieren, sobald ihr Gung-Ho drin habt. Ihr seht, ich bin aus dem Sprint
drücke direkt auf Schießen und dann Zielen und komme fast instant dazu zu schießen, ohne Delay, ohne Verzögerung. Dazu muss man ganz ehrlich sagen, es gab in allen CODs bisher immer ein Gung-Ho-Perk, was anders funktioniert hat. Das ist das erste Mal, bei WW2 zum Beispiel war es so, dass das Gung-Ho-Perk tatsächlich nur dann funktioniert hat, wenn man seinen Sprint damit abgebrochen hat, dass man im Prinzip erst schießt und dann zielt. Das war so, warum auch immer, jeder Entwickler macht das anders. Hier auf jeden Fall gibt es noch den Bug dazu und der ist für alle im Prinzip elementar. Wenn ihr schnell ziehen und Gung-Ho auf der Waffe habt, also beides, und ihr brecht euren Sprint mit L1 ab, nicht mit R1 schießen aus dem Sprint, sondern mit L1 und schießt dann sofort. Sagen wir, ihr sprintet, ihr drückt L1 und fast eine Millisekunde später sofort R1, schießt ihr sofort ohne Delay. Ihr müsst nämlich eins bedenken, wenn ihr schnell ziehen auf eurer Waffe habt und eure ADS-Time, also die Zeit, die ihr im Scope seid, vom Sprint aus, wenn die höher ist als eure Sprint-Out-Time, das heißt, wenn die ADS-Time 300 Millisekunden ist und die Sprint-Out-Time ist 350 Millisekunden, dann bringt euch das Schnellziehen auf der Waffe zum Beispiel nichts, weil ihr nach 300 Millisekunden zwar vollkommen im Scope seid, aber erst bei 350 Millisekunden die Möglichkeit habt, die Waffe abzufeuern. Das heißt, wir müssen immer darauf achten, dass wenn wir Schnellziehen dabei haben, wir Gung-Ho mit in unserer Klasse haben, weil beides zusammen die beste Kombi ist, die wir in diesem Spiel haben können. Habt ihr nur Gung-Ho dabei, könnt ihr, ohne im vollen Scope zu sein, das heißt ohne volle Präzision zu haben, natürlich euren Sprint sozusagen abbrechen und schießen, indem ihr R1 zuerst drückt und dann L1 für Zielen. Das ist, glaube ich, nicht so kompliziert, man kann das verstehen. Dann ist es aber wichtig, dass ihr wisst, dass ihr den Delay nur um ca. 60% im Maximum reduzieren könnt. SMGs ist es meistens etwas schneller, LMGs sind immer etwas langsamer. Wenn ihr das soweit verstanden habt, könnt ihr jetzt ganz genau überlegen, welche Klassen ihr bisher gespielt habt, wo ihr Gewandtheit drinne hattet und kein Gung-Ho, in welchen Situationen ihr gesprintet seid, um dann festzustellen, dass ihr im Sprint im Prinzip von jemandem weggeholt seid, obwohl ihr jetzt eigentlich dachtet, ihr habt ihn zuerst geschossen, zuerst gesehen. Wenn ihr überlegt, dass ihr sprintet und ein aggressiver Spieler seid und um die Ecke sitzt einer, der schon im Scope ist, hat er eine Sprint-Out-Time von 0,0 Sekunden. Der einfachste Grund dafür ist, dass er diese Sprint-Out-Time hat, weil er schon steht. Er muss die Waffe aus dem Sprint nicht abfeuern. Das heißt, damit wir das Ganze nochmal in Ruhe analysieren und verstehen, was hier los ist in diesem Spiel. Wenn ihr Schnellziehen 1, es gibt ja auch Schnellziehen 2, wenn ihr Schnellziehen 1 auf eure Waffe tut und sonst kein Gung-Ho, kein Schnellziehen 2, dann reduziert ihr eure ADS-Time von der Waffe um ca. 15-25%, abhängig von der Waffe. Nehmt ihr zusätzlich zu Schnellziehen noch den Aufsatz Schnellziehen 2, reduziert ihr eure ADS-Time, das heißt eure Zeit, die ihr braucht, um aus dem Sprint in den Scope zu kommen, um 50-65%. Die Maddox zum Beispiel, bevor sie ihren letzten Nerf bekommen hat, hatte mit Schnellziehen 2 eine reduzierte ADS-Time von 65%. Das ist unglaublich schnell und ihr müsst denken, umso schneller ihr im Scope seid, umso schneller könnt ihr gezielt präzise schießen. Wenn ihr jetzt das Ganze noch verbindet, und zwar mit Gung-Ho zusammen, nur Gung-Ho, ohne Schnellziehen, ohne Schnellziehen 2, habt ihr eine reduzierte Sprint-Out-Time von 60%. 60% variiert 15% von Waffe zu Waffe. Was das also bedeutet, nur Schnellziehen ohne Gung-Ho mitnehmen, macht nur begrenzt Sinn, weil die Sprint-Out-Time bei den meisten Waffen einfach geringer ist als die ADS-Time, das heißt, ihr könnt aus dem Sprint schneller schießen, als dass ihr im Scope seid. Da könnt ihr euch dann das Schnellziehen sparen. Gung-Ho ohne Schnellziehen wiederum macht durchaus Sinn, weil ihr die Sprint-Out-Time um 60% reduzieren könnt und ihr könnt im Sprint sozusagen aus der Hüfte schon anfangen zu feuern. Zusätzlich zu Gung-Ho passt natürlich auch etwas wie Lasermarkierer, so dass ihr nicht nur schneller aus der Hüfte schießen könnt, sondern auch genauer aus der Hüfte.
Und das Beste und für mich wirklich das, was hier jeder einfach probieren sollte, weil es auch wirklich mit Abstand für mich das beste Perk oder die beste Kombi ist, schnell ziehen 1. Wenn die Möglichkeit ist, schnell ziehen 2 und Gang Ho dazu. Ich habe schon das Video über Gewandtheit gemacht, warum es für mich eigentlich ein Perk ist, was leider nicht das hält, was es verspricht. Gang Ho wiederum hält viel, viel mehr, als dass es eigentlich irgendwie klar ist. Wenn euch das heute gefallen hat und wenn euch das irgendwie geholfen hat, würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Das ist immer sehr, sehr ausführlich, sowas rauszufinden. Man muss die genauen Prozentzahlen davon durchsuchen, aber ich denke, das Video ist auf jeden Fall gut gelungen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst gerne ein Abo da. Ich bin raus, haut rein.